ein Wahnsinnsplatscher. Warum bist du nicht mit Kanonenkugel reingesprungen? Also, ist mir nicht eingefallen. Ahoi, Seeräuber. Überraschung. Euer Opa Max hat ein Speedboat abgestaubt. Also, wer hat Lust auf Kneeboarding? Oh, ich. Los, rauf mit dir. Ab auf die Wellen. Das ist nicht so mein Ding. Ich finde das hier viel witziger. Probier es doch wenigstens mal. Ja, das wird cool. Na gut, wenn ihr meint. Wie soll das überhaupt funktionieren? Das Ding ist so groß wie meine Schuhe. Bis jetzt hält sich der Spaß in Grenzen. Wow, das macht mega Spaß. Zum Glück hast du dich getraut. Opa Max? Ja, oh. Alles in Ordnung bei dir? Jetzt hab dich nicht so. So schlimm war's nicht. Du brauchst Übung. Pass auf, du musst... Lass gut sein. So hältst du dein Gleichgewicht besser. Finger weg. Ich will dir doch nur helfen. Du sollst mich in Ruhe lassen. Was willst du denn? Ich fass dich doch überhaupt nicht an. Oh nein! Was ist das? Jemand hat es auf mich abgesehen und will, dass ich im Kneeboarding schlecht aussehe. Schon klar. Nur deswegen stellst du dich so dusselig an. Ihr solltet die Strandbesucher doch ignorieren, meine Wassermarionetten. Wir müssen unsere Energie für den Tempel aufsparen. Ansonsten brauchen wir den ganzen Tag, um das Schwert von MacGuffin zu beschaffen. Hex! Ha! Tennyson. Nicht einmal die Unantastbarkeit der kanadischen Grenze kann deine nervigen Belästigungen stoppen. Ach, was soll's. Bereite dich auf deinen Untergang vor. Was? Ah, meine Urgewalten. Was auch immer die sind, die scheinen echt eine Menge seiner Kraft zu verbrauchen. Ich habe weitaus wichtigere Angelegenheiten zu regeln als dieses kleine Malheur hier. Mein neuer Lehrling wird sich eurer sicher rasch entledigen. Ein Lehrling? Welcher Loser will denn freiwillig mit dem zusammenarbeiten? Hey, wen nennst du hier Loser, du Loser? Kevin, du und er? Du bist doch nur neidisch, dass er mich zu seinem Praktikanten gemacht hat und mich in die dunkle Magie einweiht. Nicht Praktikant, du bist ein Lehrling. Wir sind Zauberer, keine langweiligen Büroheinis. Es geht los! Enthüllt den Tempel, meine Lakaien! Ja, grandios! Der erste Plan, der diesen Sommer einwandfrei funktioniert. Wäre dieser Lichtstrich wasserfest, würde ich glatt eine Träne vergießen. Weiter geht's! Hey, Lehrling! Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich muss mir meine Kraft aufsparen, um die Tore des Tempels zu öffnen. Es obliegt dir allein, dich um die Tennyson-Plagen zu kümmern. Was? Ab geht's, ihr zwei! Mach sie fertig! Jawohl! Ist alles okay bei euch? Wenn ich mit dem Schwert zurückkomme, ist das mit den beiden erledigt. Hey, wollen Sie das Schwert nicht lieber gleich mal austesten? Nein, ich will, dass du tust, was ich dir befehle. Hauptsache, er bringt mir auch ein paar coole Zaubersprüche bei für den ganzen Quatsch, den ich hier machen muss. Ja! Tiger hasst Wasser, warum nicht ein anderer? Stellt Tigers grandiose Ideen nicht in Frage. Kümmert euch lieber um diese Wasserviecher, die Hex heraufbeschworen haben. Machen wir! Ja! Soll ich dir mal präsentieren, was ich schon gelernt habe? Endlich! Ein Triumph, der diesen ganzen miesen Sommer wieder wettmachen wird. Die Versiegelung scheint mächtiger zu sein, als ich gedacht habe. Lakaien! Sehr gut. Aber Hex, du hast dich wieder selbst übertroffen. Du, Kevin! Du solltest mir doch diese Tennyson-Plagen vom Hals halten! Und vor allem von meinem verwunschenen Tempel! Ja. Tiger kapiert nicht, warum du für diesen Gruseltypen arbeitest! Na, ganz einfach. Dieser Verlierer überlässt mir ganz viel Zaubererzeug. Er wird mir sogar das magische Schwert von MacGuffin geben, wenn wir das auf die Reihe kriegen. Da hast du überhaupt eine Ahnung, was das Schwert kann? Wen juckt das? Das ist ein Schwert! Schwerter sind der Hammer! Du weißt schon, dass du ihn Dreck interessierst, oder? Ja! Kevin! So habe ich dir das nicht beigebracht, du kleiner Lehrling. Naja, ich wollte ein paar neue Sachen ausprobieren. Man muss keine neuen Sachen ausprobieren. Du respektierst den uralten Zauberer-Kodex und befolgst meine Anweisungen aufs Wort. Aber sehen Sie, so funktioniert das viel besser. Wie kannst du es wagen, die Traditionen zu missachten? Lassen Sie mich einfach mal machen! Pfoten weg, du Schwachkopf!